Hallo und herzlich willkommen bei The Elder Scrolls Online. Und leider werde ich hier gerade belagert, also von anderen Spielern. Und ja, wir waren in der 7. Folge, waren wir ja ein Mord auf der Spur. Der Sylvaner wurde umgebracht und wir untersuchen jetzt, wer das getan haben könnte. Und die grüne Dame geht schon auch, ist in der letzten Folge auf eigener Faust gegangen, um den Mörder ihres Ehemannes zu finden. Ja, und wir haben hier Haranis Bericht, den wir jetzt mal untersuchen werden. Und erster Vorfall. Der Apotheker hat sich verdächtig verhalten. Wollte mir nicht in die Augen sehen, hat meinem Vetter wahrscheinlich wieder ein Heilmittel für die Pocken verkauft. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Weiter Vorfall. Jorarira hat seltsame Geräusche aus dem Lagerhaus neben dem Laden des Rüstungsmachers gehört. Habe nachgesehen, aber kein Anzeichen gefunden, dass etwas fehlen würde. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Dritter Vorfall. Der Maorma-Kapitän hat einen Bettler von der Schlangenkuss geworfen. Angeblich hat sie ihn dabei erwischt, wie er unter Deck herumgewühlt hat. Ihr Schiff, ihre Regeln. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Also ich würde jetzt gerade nicht wirklich was dazu sagen wollen. Oder doch eigentlich schon, weil halt es sind halt Sachen schon vorgefallen und man hat trotzdem Erzählt einen echten lebenden Huhn von den fernen Stränden Glen Umbras. und man hat es halt nicht wirklich erachtens Sorgfältig. gefunden, Er ist gut eingesperrt. überhaupt diese Spur hier nachzufolgen. Und jetzt müssen wir das machen, was Schneiderin, ja, mit der wollen wir mal eben Ich reden. habe einen ehrlichen Beruf. Ja, schön. Freut mich, aber ich möchte dir gerne ein paar Sachen verkaufen und daher, ich brauche den Platz. Weil wer weiß, was wir noch alles finden werden. Und ja, auf jeden Fall, ja, es ist schon verwunderlich, weil, ne, den leeren Seelenstein behalten wir nochmal. Oder noch, weil es waren Anzeichen da und man ist trotzdem nicht der Spur nachgegangen. Und jetzt müssen wir das nach aufholen. Was die anderen verpasst haben. Oder was überhaupt, was die hier halt verpasst haben Keiner oder nicht hier. nachgegangen sind. Perfekt. Ein Ort so gut wie jeder andere. Wenn der Buchhalter nicht dumm ist, findet er ihn. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein Dokument, ungebetene Besucher. Ungebetene Besucher. Wir nehmen an, dass die erste Ankerkette durchtrennt wurde. Übt Druck auf Mutter Tiger aus, damit sie die ungebetene Besucher denunziert. Wir beobachten, wie sich die ungebetenen Besucher vom Sturm erholen. Durchtrennt die zweite Ankerkette unverzüglich. Welche Ankerketten? Hä? Wachsame Schlange bleibt vor der Küste. Auf das Signal hin werden wir den Orkan vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Ui, ouch. Ja, ist schon wirklich verdächtig und ich weiß nicht. Ach so, das ist eine Zeitung.
Die haben wir ja schon vorgelesen. Und wie ihr wieder mal sehen könnt, ich benutze nicht gerne die Wege, sondern eher Umwege oder spring halt von hohen Gegenstände halt runter. Und hier ist ein Alchemie für meinen Lehrling. Alchemie für meinen Lehrling. Von ihr wisst schon wem. Mein verehrter Lehrling, ihr habt mittlerweile schon zu viel meiner alchemistischen Vorräte zerstört, als dass man das ungestraft lassen könnte. Meine Meisterin hätte dermaßen klägliche Inkompetenz nie durchgehen lassen. Nicht lernfähig, hätte sie gesagt. Nase ins Buch, hätte sie gesagt. Zum Glück für eure Aussichten ist es deutlich weniger teuer, dieses einfache Handbuch zu schreiben, als noch ein fast seltenes Lösungsmittel zu ersetzen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr dieses Handbuch hier verliert. Ich weiß, dass ihr das tun werdet. Ich habe euer jährliches Lehrgeld in den Druck mehrerer Ausgaben dieses Buchs investiert und diese nah und fern verteilt. Irgendwann wird auf jedem Alchemietisch Tamriels eine Ausgabe liegen. Schritt 1. Beschafft euch Lösungsmittel. Ihr wisst bereits, dass für jeden Trank ein Lösungsmittel als Basis erforderlich ist. Wenn ihr jemals in meinem Unterricht aufgepasst hättet, dann wüsstet ihr, dass das beste Lösungsmittel Reinwasser natürlichen Ursprungs ist. Die Reinheit des Wassers bestimmt die Qualität des Trankes. Also eignet sich am besten Wasser aus natürlichen Quellen. Ich betone erneut, dass das Wasser frisch sein muss. Erinnert ihr euch an diesen Zwischenfall mit dem Heiltrank? Ihr könnt nicht einfach eine Flasche in einen trüben Weiher, eine Meeresbucht oder in den Abfluss einer Gerberei tunken. Ich nehme an, dass man Flaschen mit Reinwasser auch in der Stadt kaufen kann, aber am besten erledigt man das selbst. Wo wir schon dabei sind, eure Regenfasslösungsmittel wie wird nie brauchbar sein, stellt eure diesbezüglichen Versuche unverzüglich ein. Schritt 2. Besorgt euch Reagenzien. Ich weiß nicht, habe ich euch schon mal vorgelesen? Ich weiß es jetzt nicht. Und daher habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Aber egal, ich lese das jetzt trotzdem für euch weiter vor. Aus dem Grund schon, weil das ja schon am Leuchten war. Und wenn Bücher leuchten, dann hat man die noch nicht gelesen. Und daher werde ich das Buch jetzt einfach mal für euch weiterlesen. Die Alchemie ist das Studium der Kombinationen. Wenn Lösungsmittel die Basis eines Trankes sind, sind Reagenzien die aktiven Inhaltsstoffe. Jede Reagenz hat 4 individuelle Eigenschaften. Ich werde euch die Prinzipien der quadratischen Amalgamierung ganz sicher nicht noch einmal erklären, aber versucht euch an die Grundregeln zu halten. Gleiches gehört zu Gleichem. Von heute an werdet ihr euch alle Reagenzien aus der Wildnis beschaffen, nicht mehr aus meinem Laboratorium. Sucht nach Pflanzen und Pilzen, nur Pflanzen und Pilze, keinesfalls nach irgendetwas anderem. Eichhörnchenpulver war eine Abscheulichkeit gegenüber den 8. Außerdem muss ich euch daran erinnern, sowohl Mörser als auch Stößel nach dem Gebrauch zu reinigen. Schritt 3. Stellt Tränke her. Geht mit einem Lösungsmittel und 2 Reagenzien zu einem Alchemietisch. Und zwar 2 verschiedene Reagenzien. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das erneut betonen muss. Wolfsauge mit Wolfsauge kombiniert gibt nichts anderes als ekelhaft schmeckendes Wasser. Wenn ihr alles habt, was ihr braucht, könnt ihr die Zutaten kombinieren und euren Trank herstellen.
Reagenzien mit positiven Eigenschaftskombinationen ergeben hilfreiche Tränke, während jene mit negativen Eigenschaftskombinationen denen Schaden zufügen, die töricht genug sind, sie zu trinken. Wenn keine der Eigenschaften eurer Reagenzien zueinander passen, verliert ihr sowohl das Lösungsmittel als auch die Reagenzien. Führt Versuche mit verschiedenen Reagenzien durch und findet heraus, was ihr herstellen könnt. Ich überlasse es euch, ihre Eigenschaften herauszufinden, aber ich erinnere euch erneut daran, dass ihr die grundlegende Eigenschaft einer Reagenz herausfinden könnt, indem ihr sie einnehmt. Und zwar nur eine Dosis. Übertreibt es nicht. Wo wir gerade dabei sind. Meint ihr vielleicht, ich wüsste nicht, dass ihr die Nierenwurz bis auf den letzten Rest verputzt habt? Ich musste mal eben kurz husten. Ich konnte eure Zähne singen hören und einen leuchtenden Nachttopf kann man einfach nicht verstecken. Fortgeschrittene alchemistische Prinzipien. Erst wenn ihr die Grundlagen der Alchemie beherrscht, solltet ihr euch an komplexe Prozesse wagen. Durch sorgfältige Studien könnt ihr lernen, wie man bei der Herstellung von Tränken negative Eigenschaften unterdrücken. Mehrere Tränke aus einem einfachen Satz Reagenzien erzeugen oder sogar zusätzlich Reagenzien verwenden kann, um noch mächtigere Tränke zu erschaffen. Aber fürs Erste ist sich selbst nicht vergiften. Das Ziel für euch, das ich mir am meisten wünschen würde. Okay, alles klar. Wir werden jetzt eben das Hauptbuch des Apothekers untersuchen, weil Alraunenwurzel 2, vollständig bezahlt. Dedraherz 1, neuer Kunde, vollständig bezahlt. Dedra Blut, 10 Tropfen, neuer Kunde bestellt, aber vollständig bezahlt, Name nicht genannt. Schwefel, 5 Blöcke, neuer Kunde bestellt, aber völlig bezahlt, Name nicht genannt. Daril, keine Bestellung, Kunde verdächtig, an Wachen melden. Keine Bestellung, Kunde verdächtig, an Wachen melden. Aha. Salzreispollen. 15 Päckchen, vollständig bezahlt. Feuersalze, 8 Päckchen, bestellt für Jureiria, Bezahlung bei Lieferung. Dedra-Blut, 10 Tropfen, neuer Kunde bestellt, aber völlig bezahlt. Vollständig bezahlt, Name nicht genannt. Hühnerfedern, 5, vollständig bezahlt. Dedra-Blut, 10 Tropfen, neuer Kunde bestellt, aber völlig bezahlt, Name nicht genannt. Ist schon ein bisschen verdächtig, weil wenn jemand Dedra-Blut so oft kauft und aber dann den Namen nicht sagen will, ich weiß nicht, ist schon doch irgendwo doch schon verdächtig und ja, wie gesagt, wir müssen mit ihr reden. Verschwindet von meinem Schiff, bevor ich euch hinunterwerfe. Ich muss in euren Laderaum. Oh, Entschuldigung. Und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmagd. Zu schade für uns beide. Und jetzt verschwindet von meinem Deck, bevor ich euch herunterbefördern muss. Weißt du was, du bist ganz schön arrogant. Vielleicht wird dies eure Meinung ändern. Und ich habe auch keine Zeit, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Nun, da lässt sich aber jemand herumscheuchen. Halt die Fresse. 3 Minuten. Wenn meine Seeleute sehen, dass ihr eure Finger nicht bei euch behalten könnt, lasse ich euch Kiel holen. Halt die Klappe. Kauf dir neue Augen. Heute bin ich mal, ich weiß nicht, also sie war jetzt wirklich, Jute-Schuhe. Natürlich gucken wir nach Rezepten.
Natürlich will ich auch nicht wirklich klauen wollen, aber... Macht keine Schwierigkeiten. Macht keine Schwierigkeiten. Macht deine Verstandsaufnahme. Und halt einfach mal den Mund. Wenn du keine Ahnung hast, einfach mal den Mund halten. Dankeschön. Es ist halt Rohleder. Ich weiß, normalerweise hätte ich auch nicht mitnehmen brauchen. Kann ich auch gleich zerstören, also. Weil ich weiß nicht, wo ich... 40, aber wo kann ich das verkaufen? Vielleicht wisst ihr das, wo ich das halt verkaufen könnte. Das würde mich halt wirklich interessieren. Wir werden noch eben ein Buff aktivieren. Und das ist eine Zeitung, die haben wir ja schon gelesen. Und ja, mal schauen. Da hat jemand gesungen. Noch eine? Da ist noch eine. Mal hübsch vorsichtig. Aber offene Luke untersuchen. So, wir haben halt etwas gefunden und ja, ich hasse es. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Ich mag es nicht, wenn man mit mir so redet, egal ob das ein NPC ist oder nicht. Die kriegen halt dumme Kommentare halt von mir wieder oder halt meine Gehässigkeit bekommen halt meine Gehässigkeit zu spüren. Klar, okay, mein Charakter, ich spiele ja meine Charakterin und warum soll meine Charakterin nicht einfach mal auch den Mund aufreißen? Ja, okay, im Spiel macht sie das nicht, aber nun gut. Ich meine, ich werde jetzt nicht ausfallend oder beleidigend werden, sondern einfach nur klipp und klar das sagen, was ich halt denke und ja. Könntet ihr mir aushelfen? Ja, würde ich. Schaut nicht weg. Ja, ich würde euch ja was geben, aber ich kann das nicht. Ich kann euch nichts geben. Rasum da. Ja, und wir müssen wieder mit Rasum da sprechen, aber irgendwie zeigt mir die Minimap gerade die Position anders an, aber egal. Den Silvenar zu töten war närrisch. Die Leben der grünen Dame und des Silvenars waren verbunden. Sie hat nur wenig Zeit, ihn zu rächen, bevor sie ebenfalls sterben wird. Noch dazu ist die grüne Dame eine überaus gefährliche Kreatur. Aber da habt ihr auch wieder dieses Federn in eurem Gang. Was habt ihr erfahren? Nichts, was zum Mörder des Silvenas führen würde. Hier. Die Maorma planen etwas, aber was? Einen Augenblick. Der Apotheker hat Dedra-Blut in genau diesen Mengen verkauft? Das würde die seltsame Flüssigkeit erklären, die auf dem... Oh nein. Helle Monde, nein! Stimmt was nicht? Dies ist eine Probe der üblen Wolke, die den Leichnam des Silvenas umgab. Bringt sie zur grünen Dame. Sagt ihr, dass es ihren Geliebten getötet hat. Und was den Rest angeht, wird Harani sich anschauen, was ihr da gefunden habt. Wir müssen uns sputen, als wäre uns Kenati selbst auf den Fersen. Okay. Wir müssen jetzt einmal zur grünen Dame wieder. Ja, wie gesagt, sowas liebe ich halt, irgendwelche Mordfällen halt aufzuklären oder aufzudecken und den Spuren halt hinterher zu gehen. Und wir reden jetzt einfach mal mit der grünen Dame. Der Mörder wird den Schmerz teilen, den der Tod meines Geliebten hervorgebracht hat. Hand an der Kehle, ein Kuss für mein Handgelenk, Hand an der Lunge, ein Kuss für meinen Arm. Greifen, zerren, reißen und ein letzter Kuss für das Herz des Mörders. Nun, was habt ihr herausgefunden? Dies ist das Gift, das ihn getötet hat. Kein Gift in ganz Tamriel konnte meinen Geliebten schaden. Aber dieser Geruch lag über seiner Leiche. Warum ist er auch hier draußen? Ich kann ihn sehen, wie er mitten ins Herz dieser verfluchten Stadt führt. Ich habe keinen besonderen Geruch bemerkt. So. Ihr seid ihm gegenüber blind. Da kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Folgt mir, wenn ihr könnt.
Ja, gerne. Auf jeden Fall folgen wir jetzt einfach mal der Spur, was sie sagte, wir werden blind und ja, auf jeden Fall will ich jetzt auch nicht die Wolke aus den Augen verlieren, also muss ich mich jetzt mal eben sputen. Ich habe die Hoffnung, dass ich hier bald fertig bin. Ja, normalerweise wäre ich jetzt da runtergesprungen, aber ich weiß nicht, ob die Wolke dann nicht einfach dann weg ist und ich dann ja neu suchen müsste, obwohl mir wurde das ja hier gerade angezeigt als Quest und daher hätte einfach auch die Abkürzungen laufen können. Auf jeden Fall zerstören wir gerade ein Ritual und wir reden jetzt. Ich habe meine Spuren verwischt. Könnt mich nicht gefunden haben. Sag mir, wer den Silvener ermordet hat. Ich befolgte seine Befehle. Eldrisches Gift für den Waldelf und seine Gefährtin. Ich befolgte seine Befehle. Wessen Befehle? Ulondil. Er sagte, sie könnten versuchen, den Orkan aufzuhalten. Dass sie beseitigt werden müssten. Ich habe genug gehört. Seine Befehle. Musste seinen Befehlen folgen. Schon gut. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Die kann echt... Genau wie ich. Die kann echt grausam sein, diese Frau. Also ich hätte sie jetzt... Weiß ich nicht. Ich hätte sie einfach jetzt einfach mal... Hüter des Grüns haben wir schon gelesen. Ich hätte sie einfach wirklich festgenommen. Ja, auf jeden Fall, ich hätte sie wirklich festgenommen und nicht getötet, aber okay. Sie hat ihre Gründe, sie will Rache und ja, und irgendwo haben wir es ja geahnt, dass es dieser Ulundil war oder irgendwie dahinter steckte, weil der war uns ja schon von Anfang an nicht geheuer mit seiner herablassenden Art und Weise und seinen Hochmut. Und wir haben die Ruinen von Kemmelsee, Teil 2 von Roland Nordsen. Ich hob einen weggeworfenes Teil von dem Haufen zu meinen Füßen auf. Es glänzte immer noch wie nagelneu. Die Dwemer-Legierung widerstand dem Zahn der Zeit. Ich fragte mich, welche Geheimnisse noch in dem Labyrinth aus Kammern vor mir lagen, die den Bemühungen der Plünderer widerstanden hatten und nur darauf warteten, wieder in dem Licht zu glänzen, das sie seit Äonen nicht gesehen hatten. Auf mich wartend, ich musste sie nur noch finden. Ich winkte Meister Arum ungeduldig zu, mir zu folgen und trat in die Dunkelheit. Meister Arum, Zehnpfennig und ich verbrachten mehrere Tage mit der Erkundung der Ruine, während meine Assistenten oberhalb der Klippe das Lager errichteten und Vorräte und Ausrüstung aus dem Dorf herbeischafften. Ich suchte nach einem vielversprechenden Ort, um mit der Ausgrabung zu beginnen. Ein blockierter Durchgang oder Korridor, der von den Plünderern noch naturbelassen war und zu völlig unberührten Bereichen der Ruinen führen würde. Schon früh fanden wir zwei solche Stellen, aber entdeckten schnell, dass die vielen sich windenden Durchgänge die Blockierung umgingen und zu den dahinterliegenden Räumen führten. Trotzdem waren diese äußeren Bereiche, die schon ordentlich von Generationen von Plünderern geleert worden waren, für den Archäologen von Interesse. Hinter einer schweren Bronzetür, die eine damalige Eruption der Erde aus ihren Angeln gerissen hatte, entdeckten wir eine große Kammer mit exquisitem
Wandschnitzereien, die sogar den abgestumpften Zehnpfennig beeindruckten. Der behauptete, jede Dwemer-Ruine in Morrowind erkundet zu haben. Sie schienen ein altes Ritual darzustellen. Eine lange Reihe von Ältesten der Dwemer mit klassischen Bärten schritt die Seitenwände hinab und verneigten sich an der vorderen Wand der Kammer vor der riesigen Gestalt eines Gottes, die gerade in einer Wolke aus Rauch oder Dampf dem Krater eines Berges entstieg. Meister Arum zufolge gibt es keine Darstellungen religiöser Dwemer-Rituale. Dies war also tatsächlich ein aufregender Fund. Ich setzte eine Gruppe darauf an, die geschnitzten Tafel aus der Wand zu stemmen, aber sie konnten nicht einmal die Oberfläche anritzen. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass die Kammer mit einer metallischen Substanz überzogen war, die sich wie Stein anfühlte und unseren Werkzeugen gegenüber unempfindlich war. Ich überlegte, ob Meister Arum diesen Wänden mit Magie zu Leibe rücken sollte, entschied mich aber dagegen, da die Gefahr viel zu groß war, die Schnitzereien dabei zu zerstören. Obwohl ich sie gerne in die Kaiserstadt zurückgebracht hätte, musste ich mich mit Abdrücken der Schnitzereien zufrieden geben. Wenn meine Kollegen in der Gesellschaft gegenüber Interesse aufbringen, könnte man sich einen Spezialisten finden. Vielleicht einen Meisteralchemisten, der die Tafeln sicher entfernen kann. Okay, das hört sich sehr interessant an. Ich muss einmal was trinken. Am oberen Ende einer langen Wendeltreppe, die wegen des von der Decke fallenden Schutz kaum passierbar war, fand ich einen weiteren merkwürdigen Raum. Dort befand sich eine gewölbte Kammer, in deren Mitte ein großer, zerbrochener Mechanismus stand. An der gewölbten Decke konnte man an manchen Stellen noch aufgemalte Sternbilder erkennen. Meister Arum und ich stimmten überein, dass dies eine Art Sternwarte gewesen sein musste und der Mechanismus die Überreste eines Dwemer-Teleskops darstellte. Den Mechanismus aus den Ruinen die Engeltreppe hinunter zu transportieren, hätte seine komplette Zerlegung erfordert. Dadurch ist es wahrscheinlich von den Plünderern ignoriert worden. Also entschied ich, dass er vorerst hier bleiben sollte. Die Existenz der Sternwarte deutete allerdings darauf hin, dass dieser Raum einst über der Oberfläche lag. Bei näherer Untersuchung stellten wir fest, dass dies in der Tat ein Gebäude und keine freigelegte Kammer war. Die anderen Ausgänge aus diesem Raum waren vollständig blockiert. Und sorgfältige Messungen von der Klippe bis zur Eingangshalle und dann zur Sternwarte ergaben, dass wir immer noch gut 80 Meter unter der derzeitigen Erdoberfläche waren. Eine ernüchternde Erinnerung an den vergessenen Zorn des Roten Bergs. Entschuldigung. Diese Entdeckung lenkte unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Vorgänge in der Tiefe. Da wir ungefähr wussten, wo die alte Erdoberfläche war, konnten wir viele der oberen blockierten Wege ausschließen. Ein weiterer Durchgang, der eindrucksvoll von gemeißelten Säulen flankiert war, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Er endete in einer riesigen Steinlawine, aber wir konnten sehen, wo Plünderer begonnen hatten, einen Tunnel durch dieses Geröll zu graben und an welcher Stelle sie wieder aufgegeben hatten. Mit Hilfe meiner Schatzgräber und Meister Arums Magie glaubte ich, dass wir dort erfolgreich wären, wo unsere Vorgänger gescheitert waren. Deshalb sollten meine Dunkelelfen den Durchgang freiräumen und ich war erleichtert,
endlich mit der richtigen Erkundung Kemelzes beginnen zu können. Ich hoffe, dass meine Stiefel bald den Staub aufwirbeln würden, der seit Anbeginn der Zeit unberührt geblieben war. Mit diesen aufregenden Aussichten habe ich meine Schatzgräber wahrscheinlich ein wenig zu hart angetrieben. Zehnpfennig erzählte mir, dass sie begangen, sich über die langen Tage zu beschweren und dass einige aufhören wollten. Aus Erfahrung wusste ich, dass nichts die Moral unter Dunkelelfen wieder so gut herstellt würde wie die Peitsche. Daher ließ ich die Anführer auspeitschen und den Rest in den Ruinen sperren, bis sie den Durchgang freigeräumt hatten. Das ist brutal. Also Entschuldigung, das ist echt brutal. Und ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ich daher dankte Ständer für meine weise Voraussicht in Seda Nen, ein paar Legionäre angeheuert zu haben. Zuerst waren sie übel gelaunt, aber das Versprechen eines zusätzlichen Tageslohns als Belohnung für den Durchbruch ließ sie bald freiwillig an die Arbeit gehen. Obwohl diese Maßnahme meinem Leser in der Zivilisation hart erscheinen mögen, kann ich euch versichern, dass es keine andere Möglichkeit gibt, diese Leute an ihre Aufgabe zu binden. Doch. Also ganz ehrlich, es gibt immer irgendwelche andere Möglichkeiten. Es gibt immer zwei Wege oder vielleicht auch mehrere Wege. Man muss nicht immer gleich auf die brutalste. Aber eine Wandlerin war da, um sie mit Blitzen und Wasserwänden niederzustrecken. Echtes fünfklauiges Zeug. Um halt, ja, wie soll ich das sagen? Die Dunkelelfen halt auspeitschen zu lassen, weil es gibt immer Mittel und Wege, die Moral halt anders oder da, die Motivation anzuregen und mit auspeitschen, naja, nicht wirklich. Aber jetzt reden wir mal mit Ulondil. Ah, die umherziehende Gehilfin. Ich habe gerade Oberhaupt Harani von den Verbindungen ihres Kräuterkundigen mit den Hochelfen von Sommersend informiert. Sobald die Folter beginnt, werden wir herausfinden, warum das Dominion seinen eigenen Diplomaten umgebracht hat. Eure Assassine sagte, ihr hättet den Tod des Sylvanas befohlen. Mein was? Meint ihr vielleicht den Apotheker? Ich versichere euch, dass er zu keiner Zeit in meiner Anstellung stand. Mhm, klar. Eure Assassine hat Dedra-Blut vom Apotheker gekauft und den Sylvanas ermordet. Oh, gut gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die grüne Dämlichkeit und ihr trotteliger Gatte sind tot. Nun kann uns nichts mehr aufhalten. Die grüne Dame ist nicht tot. Ihr lügt. Sie muss tot sein. Sonst wäre sie gekommen, um mich zu holen. Mhm. Sie kommt, um mich zu holen, oder? Ich bin ein rechtmäßig eingesetzter Botschafter des Volkes der Maomer. Mhm. Diese Botschaft ist laut unserem Abkommen unantastbarer Boden. Erzähl das deinem Friseur. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Erzählt es eurem Friseur und nicht mir. Dafür werde ich euch den Kopf abschlagen. Ich habe seine Fährte. Und schon bald sein Herz. Hört auf! Alle! Dieser Wahnsinn endet jetzt. Das ist Wahnsinn! In dieser Stadt gab es schon genug Tod. Ja, entweder entscheiden wir, es ist offenkundig, dass die Maorma Kentaris Rast verraten haben. Ich habe dafür keine Zeit, ich gehe ihnen nach. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich gehe lieber nach. Ich möchte gerne nicht, dass die dumme Dame irgendwas tut, was sie hinterher doch bereut. Und daher ist es wohl doch besser, wenn wir hier einmal hinterher rennen, um sie halt zu erinnern, dass es hier auch, ich hoffe, dass es hier auch ein Gesetz gibt. Nein.
Wo ist die denn jetzt? Bewegung! Es sei denn, euch machen die Spritzer nichts aus. Was werdet ihr mit ihm machen? Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Keine Sorge, er wird nicht verhungern. An seinen Gliedern ist genug Fleisch, um ihn lange zu ernähren. Geht und richtet Harani aus, dass der Maorma tot ist. Überlasst mich meine Arbeit. Nein, das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache. Genau, und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Entweder stirbt Ulondil oder wir lassen ihn am Leben und er kriegt seine gerechte Strafe. Wobei ich eigentlich sagen muss, Rache ist nie eine Lösung und das ist schon keine Gerechtigkeit. Da haben wir ihr ja schon gesagt. Ist dies das, was der Sylvaner wollen würde? Ihr wagt es, für meinen Sylvaner zu sprechen? Ja, wir wagen uns. Ich ziehe euch die Haut ab und peitsche euch damit zu Tode. Ja, macht das. Ich werde eure Zähne zu Staub zermalmen und euch damit ersticken, ihr... Oh, ihr habt recht. Verflucht sollen eure Knochen sein, aber ihr habt recht. Schafft ihn fort, ehe ich mich vergesse. Okay. Tu das, aber denk dran... Aber denk dran, ich habe ein Fell und nicht, ja... Und keine Haut. Also, ja. Ich würde gerne hier mal das Schreiben. Ah, guck mal, wir haben ein Rezept gefunden und Sultenstiefeln. Also es lohnt sich mal wirklich mal hier zwischendurch hier zu gucken. Ja, ich weiß nicht, ist das. Ja, komm, nehmen wir das mal einfach mal. Weil. Es ist auch besser und den Jasmin-Tee werden wir auch schon benutzen. So, jetzt sieht das viel besser aus, die Kleidung. Und ich habe halt auch jetzt von den Werten halt mehr. Und ja, wir werden jetzt mit wem müssen wir eigentlich reden? Ah, mit Harani müssen wir einmal sprechen. Hallo Harani! Wir haben Ulondil dank eurer schnellen Hilfe in Gewahrsam genommen. Kein Abkommen wird ihn vor wahrer Gerechtigkeit schützen. Das ist schön. Die grüne Dame wollte Rache üben. Ich verstehe. Ich bin sicher, sie wird einen anderen Weg finden, um ihren Mann zu trauern. Hoffe ich auch. Ich habe Ulondil gefragt, was er mit dem Orkan meinte. Nach dem, was die grüne Dame ihm angetan hat, fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Aber was er gesagt hat, klingt gar nicht gut. Was hat er denn gesagt? Die Maorme haben Schiffe, die vor der Küste warten. Oh oh. Die Leute von Ulondil haben ihnen vor der Ankunft der grünen Dame Signale geschickt. Eine Art Invasionsstreitmacht. Mit Hilfe des Dominions können wir die Stadt vielleicht befestigen. Das allein könnte viele Leben retten. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Seid ihr nun offiziell des Dominion beigetreten? Ich habe vor wenigen Augenblicken einen neuen Vertrag unterzeichnet. Das ist super. Peledil hat mir versichert, dass das Dominion unsere kleine Insel beschützen wird. Das ist wahrlich ein Neuanfang für Kinartis Rast. Wir werden erblühen oder untergehen. Und zwar gemeinsam. Yep. Fest abschließen und ich bin Stufe. Ja, welche Stufe bin ich denn jetzt? Stufe 9. Und ui, schön. Ich kann mir einen neuen Bogen holen. Das ist doch mal wieder etwas, was ich gerne mag. Also klar, ich brauche ja so oder so den grünen Bogen und habe ich beschleunigtes Wachstum? Nee, ich glaube eher weniger, das nicht. Waffe, Bogen. Ich muss einmal kurz hier eine Pause machen. Ich komme gleich wieder.
da bin ich wieder. Entschuldigung, dass ich mal eben kurz Pause machen musste. Ja. Wir werden das jetzt mal... Wir nehmen endloser Hagel. Ja, wir haben ja schon einiges hier soweit erreicht gehabt. Wir haben jetzt auch den Mordfall aufgedeckt. Jetzt müssen wir mit Zaeri reden. Ja, ihr. Kommandantin Karinid braucht euch. Sofort. Was meint ihr? Die Maorma greifen den Katzenaugenkai von der See aus an. Kommandantin Karinid hält die Stellung an den Docks. Sie braucht Hilfe, um die Maorma aufzuhalten, bevor sie nach Mistral vorstoßen. Zaeri sucht noch weitere Helfer. Beeilt euch, Lahmtatze. Ich werde Kommandantin Karinid finden. Dankeschön. Ja, und ja. Wie kommen wir jetzt? Achso, ja. Okay, wir werden jetzt definitiv mit dem Pferd hier einmal durchreiten. Weil wir müssen eine Invasion aufhalten. Und ich überlege gerade, wo... Ui, nein, verdammt. Ja, das war eigentlich nicht so geplant. Aber ich habe trotzdem noch überlebt. Und das ist schon mal gut, also ganz ehrlich. Und das sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und ich würde gerne davon einen Screenshot machen. Oder vielleicht auch zwei. Ja, zwei. Ja, und ich werde jetzt einfach mal zu der Quest hinreiten. Natürlich werde ich auch hier wie immer querfeld einlaufen oder reiten, besser gesagt. Und wir reden mit der Kommandantin und wir stehen halt schief. Egal. Ihr dort, die Maormer haben den Katzenaugenkai mit den Seeviper-Truppen angegriffen. Wir brauchen jeden Fähigen für die Rettungsmaßnahmen. Zaeri sagte, ihr würdet einen Gegenangriff vorbereiten, hat sie doch gerade gesagt. Ein Gegenangriff? Ich würde mich schon mit einer geordneten Verteidigung zufrieden geben. Unsere Truppen sind zu weit verstreut. Wenn wir die Tore nicht halten können, wird Mistral an die Maormer fallen. Was kann ich tun? Ich werde die Truppen des Dominions von hier aus lenken. Aber ich kann dieses Tor nicht abriegeln, solange es noch Überlebende auf dem Markt gibt. Schickt sie hierher. Wir brauchen alle, um Mistral von dieser Seite der Mauer aus zu verteidigen. Ja, okay, machen wir. Nicht direkt verantwortlich war, so halt zumindest an der Sache beteiligt. Auf jeden Fall bin ich. Wir haben hier ist eine Magierin, keine Ahnung. Stufe A. Und wir reden jetzt mit Kalpion. Diese Maorma-Piraten kamen aus dem Wasser. Sie sind überall am Katzenaugenkai. Was ist hier geschehen? Wir wissen doch schon, was geschehen ist. Egal. Die Seewipern. Eine muss mir was übergebraten haben. Als ich aufgewacht bin, hat eine Seewiper merkwürdige Runen in die Haut meines Leibwächters geritzt. Ich habe diesen grässlichen Piraten mit einem zerbrochenen Rundholz niedergeschlagen. Und dann sind wir gerannt. Sind eure Wunden schwer? Nein, wir können uns noch bewegen. Wir werden nach Mistral aufbrechen, falls es dort sicher ist. Bei den Acht. Es tut gut, Seesoldaten des Dominions zu sehen. Vielleicht kann Feldwebel Firion ihren Gegenangriff tatsächlich durchführen. Ah, Firion ist auch da. Was für ein Gegenangriff? Die Seesoldatin beim Tor zum Katzenaugenkai plant, gegen die Seewipern zurückzuschlagen. Ich bin sicher, sie kann euch alle Einzelheiten darüber erzählen. Wir machen uns auf den Weg. Mögen die Götter euch Kraft schenken. Ja, danke. Oh, da war ein Wolf. Oh, ich möchte auch einen Wolf haben. Dieser Wolf sah wirklich gut aus. Also, ich würde den gerne auch haben wollen als Reittier. Berantin. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Maorma-Piraten Mistral erreichen. Sie werden unsere Familien abschlachten. Was ist hier geschehen? Ich habe große Schlangen aus dem Wasser auftauchen sehen.
Feiglinge von Seewipern haben sie nach jedem schnappen lassen, der in Reichweite war. Wurdet ihr verwundet? Nein. Als ich meine Kameraden fallen sah, bin ich gerannt. Was für ein Khajiit bin ich eigentlich? Ihr seid vom Dominion, ja? Nein. Feldwebel Fidian hat vor, zurückzuschlagen. Verpasst diesen feigen Piraten eine ordentliche Abreibung. Das mache ich. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Geht nach Mistral. Das werde ich auf keinen Fall tun. Falls irgendeine dieser Seewipern ihr Gesicht auf dieser Seite des Tors zeigt, ziehe ich es ihr höchstpersönlich ab. Willst du das wirklich? Sirion! Hi! Was macht ihr hier? Ja, gute Frage. Das spielt keine Rolle. Wenn ihr Lust habt, ein paar Seewipernschädel zu spalten, ist es mir wirklich egal. Einer der Überlebenden meinte, ihr würdet einen Gegenangriff planen. Fühlt ihr diesen kalten Wind vom Meer aus heranrauschen? Irgendwie. Genauso war es vor dem Orkan. Wir können es kaum erwarten, der Schlange den Kopf abzuschneiden. Wir sind der Gegenangriff des Dominions. Was kann ich tun? Ich habe meinen Trupp losgeschickt, um den Katzenaugen-Kai auszukundschaften. Falls sie nicht erfahren haben, was die Seewipern vorhaben, können wir weiter herumstochern, bis wir herausfinden, was abgeschlagen werden muss. Und keine Sorge, euer Zaubererfreund kann das Tor hinter uns versiegeln. Solltet ihr nicht das Tor halten? Ich werde über das Tor wachen, falls ihr denkt, ihr könntet einen Zaubermeister gebrauchen. Oder ihr könnt einen Seesoldaten des Dominions mitnehmen. Eure Entscheidung. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir, ich könnte einen Zaubermeister gebrauchen. Lasst mich darüber nachdenken. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Je schneller wir gegen die Seewipern vorgehen, desto schneller vereiteln wir auch ihre Pläne. Ja, aber... Oh, Bedwin! Ihr habt mir am Tempel der trauernden Quellen geholfen. Ich wäre dumm, den Gefallen nicht zu erwidern. Wie der Plan der Seewipern auch aussieht, wir sollten uns beeilen. Seid ihr sicher, dass ihr das wirklich tun wollt? Ihr habt eure Tapferkeit schon bewiesen. Falls ich in dieser Schlacht sterben soll, würde ich lieber an eurer Seite sein, als allein am Strand zurückzubleiben. Aber so weit werden wir es erst gar nicht kommen lassen. Wenn ihr die Aufmerksamkeit der Seewipern auf euch ziehen könnt, werde ich tun, was ich kann, um euch zu beschützen. Denkt rasch nach. Ich kann nicht sagen, was für eine Magie die Seewipern da zusammenbrauen, aber ich weiß, dass sie nichts Gutes für Mistral bedeuten kann. Komm, wir nehmen Firion mit. Seid ihr soweit? Ich werde über das Tor wachen. In Ordnung, kommt mit mir. Dann lasst uns diese Fischelfen mal filetieren. Okay. Also wir werden jetzt Firion mitnehmen und nicht die Zauberin, weil die Zauberin kann das Tor besser beschützen mit ihrer Magie und zumal auch, da sie auch sowas wie einen Schutzzauber machen könnte. Aua. Natürlich war das nicht gerade vorteilhaft gewesen, dass ich da, ja. Oh. Da habe ich mal eben mal den Falschen angegriffen. Oh. Das war auch wieder die falsche Seite und... Endlich frei, ja, okay. Gut. Ja, auf jeden Fall, hier ist so viel passiert. Ja, komm, wir reden mit Edaelas. Hey, der Trupp wurde getrennt. Nistel und ich haben Onglorn gefunden. Sie haben ihn schwer verwundet. Was ist mit ihm passiert? Sie, Vipern, haben Runen in seine Brust geritzt. Ich habe ihn gepackt. Nistel hat sie abgewehrt. Wo ist Nistel? Seewipern jagen. Falls ihr sie seht, richtet ihr aus, dass es Onglorn gut gehen wird. Habt ihr erfahren, was die Seewipern für Mistral planen? Ihr habt euren Teil getan. Kehrt zurück nach Mistral, sobald ihr könnt. Er hat unsere Frage leider nicht beantwortet.
Das ist gerade ärgerlich. Na egal, wir werden jetzt hier weitergehen und gleich den nächsten angreifen. Immer dasselbe. Okay. Anscheinend wollte sie halt doch ein bisschen früher sterben. Ich frage mich gerade, warum ich das gerade getan habe, aber okay, ups. Und natürlich muss ich, obwohl der Gegner schon eigentlich tot ist, musste ich ja natürlich, ja. Oh. Ja, ich weiß gerade nicht, ob das wirklich so die beste Verteidigung war. Auf jeden Fall, wir haben einen Bären. Hui, schön. Ich weiß nur nicht, bleibt er jetzt als Begleiter? Ja, ne? Eigentlich schon, oder? Oder haut er gleich wieder ab? Ich weiß es nicht. Nistel. Was ist... Oh nein, die Seesoldatin Nistel ist tot. Untersucht die Leiche. Die Leiche der Seesoldatin ist von Wunden übersät. Schwertschnitte, Knochenbrüche und sogar Bisswunden. Die Leiche durchsuchen. Ihre Waffen sind zerbrochen. Schwere Kratzer überziehen ihre Rüstung. Eine schlaffe Hand hält einen blutigen Verband. Die andere hält ein blutverschmiertes Stück Papier. Wir nehmen halt das Papier. Oh, ja. Ja. Oh. Wir haben eine unbeschriftete Notiz. Kaum Wachen am Dock tagsüber. Kaum Wachen am Dock nachts. Schlechte Reaktionszeiten bei Feuer. Schmuggler empfänglich und unwissend. Windtunnel nicht betroffen. Turmtotems platziert. Orkan steht bevor. Oh oh. Ja, wir müssen uns echt beeilen, dass wir hier... Wirklich. Und hier ist natürlich noch ein Gegner. Nicht ein Gegner. Oh, verdammt. Ein anderer Spieler noch. Und kein Gegner. Entschuldigung. Dass ich den halt doch als Gegner abgetan habe. Ja, eigentlich. Ja, war das ja ein Spieler oder Spielerin, ich weiß es nicht. Und ja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier mal eben die Häuser uns anschauen. Oh, ein Rucksack ist ja aber leer. Sanduhr, da können wir nicht hin. Aber ich will gerne die Urnen hier alles durchsuchen, aber hier gibt's leider nichts. Schade eigentlich. Ja, diesmal. So. Den halten wir auf. Und 7 Gold her hatte er. Ja, auf jeden Fall müssen wir. Oh je. Oh je. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Hier, ein Khajiit, Mazar. Ein schmerzender Schädel ist schlimm. Aha. Aber wenn er immer noch wie ein Kopf aussieht, dann ist es gut, ja? Was ist euch zugestoßen? Ich war in den Höhlen, arbeiten. Als ich ein seltsames Heulen hörte, dann sind wie aus dem Nichts Krieger aufgetaucht und... haben gnadenlos zugeschlagen. Wer hat euch angegriffen? Seewibern. Maormer-Piraten. Waren wir das wir wirklich? Wir haben Schutzgeld für einen ganzen Monat bezahlt und sie diese seltsamen Totems in der Höhle aufstellen lassen. Oh oh. Sie waren vorher nie im Skoma-Handel. Ich meinte Mondzucker. Ich habe mir den Kopf gestoßen, wisst ihr. Was haben sie gewollt? Uns umbringen, schätze ich. Nachdem sie genug von uns getötet hatten, ließen sie den Rest von uns in Ruhe.
Sie wussten, dass wir uns nicht hören würden. Sie haben nur auf diese Totems geachtet. Nun, bis sie den Höhleneingang zum Einsturz gebracht haben. Warum haben sie die Höhle einstürzen lassen? Irgendein Hochelfenzauberer versuchte, in die Höhle zu kommen. Deshalb haben sie einstürzen lassen. Ich bin ins Freie gesprungen. Ich Glückspilz. Der Zauberer wollte mir etwas sagen, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat mir dieses Papier gegeben und ist weggegangen. Hier, vielleicht könnt ihr euch etwas daraus zusammenreimen. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Was war das? Ich hatte ein Klingeln in den Ohren. Würde es euch stören, das Offensichtliche noch einmal zu wiederholen? Ernsthaft? Wartet. Haltet mich nicht für undankbar. Der Zaubermeister hat nach einem anderen Weg in die Höhlen gesucht. Ich habe Gerüchte über eine Geheimtür an den Klippen gehört, aber ich habe sie nie selbst gesehen. Hab Dank. Wir haben einen Brief bekommen und ich glaube, Moment, Einladung. Benutzen. Da zieht etwas auf, etwas Großes. Die Luft am Katzenaugenkai knistert förmlich. Das hier ist nicht zu vergleichen mit den uralten Energien im Tempel der trauernden Quellen. Das ist frische Energie, geladen bis zum Zerbersten. Die Zeichen, die in diese Leichen geschnitten wurden, haben definitiv etwas damit zu tun. Rituelle Magie, vielleicht. Ich muss mir das genauer ansehen. Ist der töricht? Was ist das? Es bringt nichts. Die Runen werden zu tief in die Träger eingeschnitten. Niemand überlebt diesen Vorgang. Nur die Maormer können mir sagen, welche Bedeutung diese Zeichen haben. Und sie haben sich als recht resistent gegenüber meinen Befragungen erwiesen. Die Energien scheinen in Richtung des Höhleneingangs am Ende des Katzenaugenkais zu fließen. Könnte es da einen Zusammenhang mit diesen langförmigen Totems geben? Ich muss hinter ihre Geheimnisse kommen. Wie erhebend! Das Heulen, die Blitze, alles Energie, die zu den Sturmtotems in dieser Höhle gezogen wird. Aber als ich versucht hatte, die Höhle zu betreten, haben diese törichten Maormer den Eingang einstürzen lassen. Falls Personal des Dominions den verwirrten Skoma-Schmuggler mit diesen Befehlen findet, ich suche nach einem anderen Weg in den Höhlenkomplex. Kommt zu mir, falls ihr mich am Kai seht, damit ich eure Hilfe für meine Suche requirieren kann. Erlziel oder irgendwie, keine Ahnung. Dieser törichte Vollidiot. Oh, ich bin ein guter Zauberer. Bin unsterblich. Träum weiter. Auf jeden Fall können wir jetzt einmal hier rein oder beziehungsweise hier runter gehen. Und ich muss einmal Pause machen.
Entschuldigung, da hat sich wohl jemand vertan mit der Schelle. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl... Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? Wir sind hier, um die Seewipern aufzuhalten. In der Tat, ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seewipern sind barbarisch, aber recht effektiv. Mhm. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rasen zu zerschmettern, das war nichts im Vergleich zu ihren derzeitigen Bemühungen. Was ist schlimmer als ein Orkan? Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern studiert. Sehen Sie diese schlangenförmigen Statuen, ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus den mit Runen markierten Zielen und kanalisieren sie wie Wasser in einem Trichter. Aha, okay. Wie können wir diesen Trichter blockieren? Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seewipern einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie einfach ablassen können. Ihr solltet euch das selbst anschauen. Seid ihr sicher, dass das ungefährlich ist? Auf jeden Fall. Mach nur. Seid nicht schüchtern. Es ist ja nicht so, dass die Energien des Sturmtotems durch euren Körper strömen würden, bis ihr nicht mehr als eine leblose rauchende Hülle seid. Aber stellt euch bitte nicht in Pfützen, ja? Okay, weißt du was, du Klugscheißer? Okay. Dieser verdammte Klugscheißer hatte aber recht gehabt. Phänomenal. Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an, nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Ihr habt das Prinzip erfasst und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Deswegen sollte ich mir Sorgen machen. Nein, ich sollte euch nicht unnötig Sorgen bereiten. Ich schlag dir den Kopf ein. Sagt mir, wozu die Seewipern die Sturmtotems brauchen. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern, es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Was wollt ihr damit sagen? Hört zu. Ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seewipern unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Die einzige Gewissheit ist, dass die Zeit drängt. Ihr solltet euch beeilen. Ja. Na komm, Bärchen. Mirion, bist du auch unterwegs? Wir haben eine Mission zu erfüllen. Ach, ernsthaft? Oh, ja. Wieso... Warum können die nicht einfach mal leiser sterben? Warum müssen die immer so laut sterben? Das ist echt mal eine berechtigte Frage, warum die nicht einfach mal leise sterben können. Und tschüss. Ach, das ist so herrlich. Wirklich ein Pet oder beziehungsweise ein Begleiter hier zu haben, weil das macht schon die Sache viel einfacher. Ich würde erstmal gerne das hier machen. Wir haben erstmal zwei Sturmtoten weggemacht. Oh Mann. Naja, egal. Wir werden auch noch den Rest. Ups. Er ist doch schon tot. Also wirklich, nicht wahr. Ihr seid doch schon tot. Mehr als tot geht doch nicht, oder? Geht es doch? Naja, an die ist zerstückelt und so. Ja. Nein, das erinnert mich wieder zu sehr an Hannibal Lecter. An den Film mit dem Zerstückeln und hier und da und ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ach, beißen wir mal eben die Nase ab und ich würde jetzt gerne weiter, weil die Zeit läuft einfach sehr langsam, also die Aufnahme.
Und wir haben hier schon genug Gegner hier vor Ort und... Okay, der will... Ja, der ist doch schon tot. Ich glaube, ich hatte eigentlich mal... Stoff wollten wir jetzt gerade mal nicht tragen. Generell als mehr Schaden zu machen sowieso nicht. Das wäre sinnvoll. Ja, ist doch gut. Also wie ich schon merke, ist es halt wirklich so, dass ich wohl so, Und da habe ich leider jemand vergessen. Aber mein Bär macht das schon. Ach, das ist so schön. Außer, was natürlich nicht wirklich so schön ist, ist halt, da ist ein Brief. Leuchtet was. Da würde ich gerne hin. Aber ich muss erstmal mich um die hier kümmern. Aua, das tut weh. Meine Güte, jetzt stirb doch einfach. Also schlage ich nicht so viel drauf, dann sterben die nicht. Und schlage ich zu wenig. Derzeitiger Bestand: 42 Fässern unverarbeiteter Mondzucker, 12 Fässer verfeinerter Mondzucker, 4 Fässer veredelter Mondzucker, 4 Kisten Ess, 80 Fiolen pro Kiste. Da es im Moment um Kentaris Rast nur so von Mobsboten des Dominions wimmelt, müssen wir die Produktion niedrig halten. Keine ausgehenden Lieferungen. Versteckt alles außer den unverarbeiteten Fässern. Wenn die Mobsboten fragen, sagt ihr ihnen, dass man Mondzucker am besten an kühlen Orten lagert. Und das sind die Windtunnel, ja? Schließlich ein kühler Ort für die Lagerung von Mondzucker. Vielleicht haben Jone und Jode uns einen Retter geschickt. Einen unserer Läufer hat einen Seemann des Dominions gefunden, der sich gern ein wenig Gold nebenbei verdienen möchte. Wenn das Schiff der alten Seekatze es auf den Und tiefen Schacht haben wir eine Möglichkeit, Vulkelwach in die Flucht zu schlagen. Unpraktisch. Naja, der kriegt das ja auch schon alleine hin, oder? Ja, wir brauchen jetzt nicht jeden hier zu helfen. Ich würde halt gerne weitermachen, weil wir sind schon bei 1 Stunde 7 Minuten und... Ja, auf jeden Fall, ich muss ja auch noch die Zeit aufholen, da ich ja... da ich ja wirklich viel Zeit verloren hatte. Es ist Ealziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Ich weiß, wie man die Maorma aufhalten kann. Ja, ich stehe doch schon da. Ich weiß, was sie planen. Durch meine Psychic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Die Seewipern haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatron nachgesprochen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, die uns verbunden haben. Okay. Was wollt ihr damit sagen? Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Es muss einen Weg geben, das aufzuhalten. Und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Was geschieht, wenn ich den Sturmsklaven von seinen Fesseln befreie?
Er wird seine körperliche Gestalt annehmen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. In Ordnung, ich werde das Ritual der Seewipern aufhalten, natürlich. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, leb wohl und rede nicht immer so viel. Weil wer weiß, wie viel Zeit uns doch noch überhaupt verbleibt. Und irgendwie... Oh, wenn ich das Ding doch nur hätte sehen können. Ja, auf jeden Fall... Einen Hamburg nochmal. Zwei fehlen uns noch. Ja, wir müssen uns ein kleines bisschen stoßen, weil wir haben ja nicht viel Zeit und wir müssen etwas aufhalten. Wir müssen eine Apokalypse aufhalten. Was heißt Apokalypse? Eigentlich müssten wir nur, eigentlich eine Apokalypse, doch? Ja, eine Apokalypse. Kinder des Meeres, eure Bande können den Orkan nicht halten. Ja, und ich würde gerne... Ihr habt es geschafft! Schnell jetzt, ihr müsst euch beeilen! Ja, ich komme ja schon. Ihr müsst diesen Ort verlassen! Ja, ich folge dir, Rasunda. Ach, ich kann runterspringen. Oh, ab und Papa, natürlich. Hier hätte es auch anders sein sollen. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir in ein paar Blitzarbeiten investieren. Warum da? Hallo. Meine Freundin. Dem Tod so triumphierend zu entkommen, ist ein ständiger Nervenkitzel, nicht wahr? Natürlich nicht so aufregend für die Maorma. Wie habt ihr mich gefunden? Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Kenatis Rast ist sicher und aus freien Stücken Teil des Altmeri-Dominions. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Rasundar behält vielversprechende Leute im Auge. Okay. Du bist ein Stalker. Ganz einfach. Wenn Ras gewusst hätte, dass ihr euch so gut schlagt, hätte er eine bessere Belohnung für euch erbettelt. Entschuldigung, die Waffenkammer Mistrals ist nicht mehr, was sie einst war. Und was nun? Die Maorma sind wie ein betrunkener Onkel. Man jagt sie fort und sie kommen trotzdem immer zurück. Beim nächsten Mal wird Kenarchi schon auf sie warten. Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Es gibt Orte, die nicht so gut auf sie vorbereitet sind. Welche Orte? Wenn die Vipern hier zahlreich genug sind, um Kenarchi anzugreifen, dann schweben die gesamten südlichen Meere in Gefahr. Die Königin stattet gerade Auridon einen Besuch ab. Ras möchte euch bitten, euch nach Vulkelwacht aufzumachen und Wachthauptmann Astania Bericht zu erstatten. Ich werde es tun. Astania kann ihrer Majestät eine Nachricht überbringen. Vielleicht kann euch jemand auf der Vagabund mitnehmen. Ras hat gehört, dass Jimila Pläne macht, in See zu stechen. Und er vermutet, sie schuldet euch einen Gefallen. Ja, das tut sie. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ich gehe? Natürlich. Nach all dem, was ihr für uns getan habt, wäre es unfreundlich, wenn Ras Nein sagen würde. Wer ist der Wachhauptmann? Astania ist der entzückende Wachthauptmann der Vulkelwacht. Ras hat mehr als einmal mit dem Hauptmann getrunken und mehr als einmal an ihrer Seite gekämpft. Sie ist ein wenig mürrisch, weil sie jetzt fest an einen Hafen gebunden ist. Doch sie sollte euch schon auf die richtige Spur bringen können. Was macht ihr, Ras? Dieser ist ein einfacher Khajiit. Wie er es schon bei unserem ersten Treffen sagte. Er löst die Probleme, wie sie auftauchen. Er handelt im besten Interesse des Dominions und der Königin. Glaubt ihr, dass ich euch wiedersehen werde? Oh, das wäre nicht überrascht.
Ihr habt eure Kompetenz schon unter Beweis gestellt. Einfache Khajiit wie dieser neigen dazu, kompetente Leute wie euch zu brauchen. Womit muss ich auf Auridon rechnen? Mit sehr großen Elfen und sehr schönen Küsten. Auridon ist der weltlichste Teil der Sommers in den Inseln. Und dennoch sehen viele Hochelfen es als Heiligtum an, das fernab des Rests der Welt ist. Dieser glaubt, dass sie sich selbst etwas vormachen. Ja, leb wohl. Danke nochmal. Ja, und ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden da aber in der nächsten Folge halt von The Elder Scrolls Online nach Auridon reisen, um da mit jemandem zu reden. Aber erstmal müssen wir halt mit Kapitän Jamilia reden. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Wir haben jetzt die Seewipern aufgehalten. Wir haben Kentaris Rast gerettet. Wir haben den Mörder von den Sylvaner entlarvt. Und wir haben die grüne Dame nochmal daran erinnert, dass Rache keine Gerechtigkeit ist, und sondern auch mit anderen Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es auf Auridon wird. Ich glaube, da waren wir schon mal, als wir unsere Seele verloren haben. Aber wie gesagt, das kommt alles in der nächsten Folge, wie es mit Auridon ist, was wir da alles machen müssen. Und ich wünsche euch noch ein schönen Restwochenende und einen schönen Sonntag. Lasst mir doch ein Abo da und drückt doch einfach auf Gefällt mir, also zumindest Däumchen nach oben. Ich würde mich halt sehr freuen. Und gebt halt auch mal ein paar Kommentare ab auf gewisse Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Ja, und ich würde mich jetzt für heute verabschieden. Und auch für Elder Scrolls Online bin ich am Überlegen, einen Livestream zu machen. Vielleicht ist das sogar besser, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich muss erstmal alles organisieren und ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen!